sollte die nächste Aufnahme sein, wenn ich am Posttag bin. Blöd, nur meine Schlüssel vergesse. Jetzt also nochmal nach Hause, muss die Katzen durchknuddeln und wieder los. Ärgerlich. Aber was soll's? Kann ich nicht ändern, ich will heute zum Postfach. Und es dauert so eine Woche, bis ich dahin gehe. Nein! Bläh. Jetzt mal nicht wissen, wie das geklappt hat mit dem Buch, was da sein soll. Also, ja, was im falschen Postfach gelandet ist. Oh, gut. Das ist so matschepampig hier überall. Und ja, gut. Dann melde ich mich nachher, wenn ich dann wirklich im Postfach bin. In 2-3 Stunden, nein, nicht so lange. Ja, für euch eh nicht, aber eine halbe Stunde brauche ich dann hin. Und ärgert mich trotzdem. Völlige Zeit verloren. Für umsonst. Weiß. Ganz hinten sind auch mal zwei. Ach, wie schön. Toll, toll. Hallo. Geht's euch gut? Endlich zu Hause. Oh Gott. Was für eine Tortur heute. Nun ja, passiert. So, jetzt mal hinsetzen. Diablo ist heute auch aus der Rand und Band, also so wirklich. Es fing schon um 3:30 heute Morgen an. 3:30, ja? Das hier rumgeht ja mal tatsächlich, von wegen Hunger. Ich habe es erstmal gekonnt ignoriert, weil mir hat ja auch gleich mitgemacht, logischerweise. Erstmal gekonnt ignoriert, aber. Es hörte nicht auf. Es hörte einfach nicht auf und ich wollte weiter schlafen. Also habe ich dann so eine ganz, ganz mini, mini, mini Hand, so kaum der Rede wert, Krümel, also Trockenfutter in die Knabbersachen da gemacht, damit sie ein bisschen beschäftigt sind und Ruhe geben. Danach war auch Ruhe. Unglaublich. Ja, irgendwann nachts ist Mia auf mir rumgeturnt. Ich lag auf dem Bauch und sie ist den ganzen Rücken hoch und runter gelatscht. In Dampfschritt mäßig so, ne, so Tippeltappel. Gebrummt, habe ich mir das mal eingebildet. Alles klar für eine Minute, okay. Gut. Oh Gott, ja. Und dann heute Morgen, als ich mit Hang geredet hatte, also um 5, bin ich aufgestanden, weil die Katze was zu essen machen. Und die Diablo läuft immer vor mir her, immer, im Zickzack vor mir her. Das hat er auch gemacht. Und im Wohnzimmer fiel mir mal ein, so, ach, ich könnte mich jetzt auch mal hinlegen und mich durchknuddeln lassen. Blöd nur, dass ich genau hinter ihm war, also über ihn gestolpert bin und fast auf ihn raufgefallen wäre, wenn ich mit den Händen abgestützt hätte. Ah! Was? Gott. Und dann nach dem Frühstücken, also er ist fertig mit dem Frühstücken, war er im vorderen Flur und hat sich da hingelegt und musste durchgeknuddelt werden. Und eben, ich kam heute zwei nach Hause, ne? Logisch, habe er erzählt, dass ich vorhin schon hier war. Und erstmal ist die Abel hingeschmissen, musste Abel durchgeknuddelt werden, habe ich mich aber komisch bewegt oder irgendwas Geräusch, hat sich erschrocken, ist er weg. Und eben als ich nach Hause kam, musste erstmal Schnüchchen gespielt werden. Also wirklich so an, nicht nur, also an diese Angel, diese provisorische Angel, immer noch von Karins Paketschnur. Machen wir mal der Herz wieder, weiß ich nicht. Ist ja an so einem Stock dran und das finde ich ja ganz toll. Immer noch. Ist also in dieses Ding rein und dann mit der Foto so, tipp, tipp, mach mal was. Also erstmal ins Schlafzimmer getobt, weil ich meine Schlumpfhose angezogen habe. Dann in die Küche getobt, weil ich ja Kaffee machen wollte. Ja, das ist schon mal der Tag heute. Unglaublich. Oh. Okay. Verstehe.
Na, das zeige ich euch in dem Weekly Reading, weil das wäre jetzt zu vieles Guten in diesem Vlog. Aber ich dachte, ich vlogge heute auch wieder, weil eben heute so ein bisschen was ist, ne? Ein bisschen, nicht viel. Aber beim ersten, am Montag war ja so, einmal melden und das war's. Es tut mir leid übrigens dafür. Es war nicht meine Absicht. Aber es ist einfach nichts passiert mehr. Es ist nichts weiter passiert. Also gar nichts. Also wie gesagt, in der Woche ist irgendwie gerade alles gleich. Aber das ändert sich ja vielleicht auch demnächst. Hoffentlich übernächste Woche. Übrigens, gestern war ein toller Tag. Es gibt viele gute Neuigkeiten, sind es auch noch nicht. Aber es geht vieles in die richtige Richtung. Von daher, meine Bauchschmerzen lassen quasi nach. Sagen wir es mal so. Nun gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich werde jetzt meinen Kaffee trinken, euch noch was fürs Weekly Reading abdrehen und dann sehen wir uns wahrscheinlich später nochmal. Ich habe mich nicht mehr gemeldet gestern und ja, ich bin hier im Büchereintrag und was macht sie? Springt hier einfach mal hoch. Mann, 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 Mann. Hm. Ja, es sind Bücher. Toll, ne? Magst du auch Bücher? Hm? Willst du auch ein bisschen was lesen? Eieiei. Jetzt war es los heute wieder. Oh, ich muss immer gerade zerschmusen. Ja, gerade in der Kiste. Dann muss man sagen, was für eine Kiste? Ja, Spielzeugkiste. Sieht man das so? So, so sieht man das bestimmt gut. Ja, also wir sind dabei, ein neues Spielchen aufzubauen. Betty hängt mal wieder im Bett, wie immer. Wieso? Und dann packt sie die Schachtel hier hin. Und der Kater gleich, zack, rin, meiner. Aber erst wollte er mit dem Teilchen spielen. Ne? Oh, ist ja gut. Sie ist so erschrocken. Sich so erschrocken, ja. Naja, auf jeden Fall darf man jetzt nicht mal an der Kiste wackeln. Das hat Buffalo an. Yeah. So, du Salonlöwe, denn viel Spaß, ne? Ich habe nicht gesagt, dass das ein Spiel ist. Außerdem will ich das gar nicht mit mir spielen. Von wegen, wir haben aufgebaut. Er hat da gar nichts mitgemacht. So, wir waren ja heute bei Real. Und wir waren auch bei diesem Spiele-Dings da drin. Da ist hier noch so ein extra Real-Dings. Mit Spiele, Sport. Weiß ich nicht. Fahrräder sind es, glaube ich, auch. Ja, da habe ich mein Fahrrad hier. Ja, und da habe ich ein Spiel gesehen. Ich mag ja, ich sehe aus, voll struppi. Ich muss noch Haare kämmen. Nach dem Föhn, nach dem Duschen. Ja, ich mag ja das verrückte Labyrinth. Ich habe ja da eigentlich alle Varianten, glaube ich, jedenfalls. Dieses Star Trek-Ding, was es dann noch gab, oder Star Wars, oder wie auch immer, ich glaube, Star Wars ist das. Ich blicke da nicht so durch, was ist. Ist ja auch egal. Das werden wahrscheinlich alle ausschreiben, das ist nicht egal. Mir schon. Ich merke beides nicht, von daher. Und hab dann gesehen, es gibt. Ich weiß ja gar nicht, wann kam denn das raus? Steht das hier irgendwo? Letztes Jahr. Also nicht so lange her. Ich hab's gestern. Ja, vorhin zum ersten Mal gesehen. Und dachte mir so, oh! Und auch günstiger als die anderen Labyrinth-Spiele irgendwie. Warum auch immer. Die Verpackung ist auch ein bisschen kleiner. Und dachte mir so, nehme ich es mal mit. Kann man mal wieder ein bisschen spielen. Und zwar ist das verdrehte Labyrinth. Mit Heckenlabyrinth. Das sieht doch interessant aus, oder? Er hockt immer noch da drin. Ja. Und das habe ich jetzt mal aufgebaut, damit man irgendwie spielen kann. Und ich habe gedacht, vielleicht. Oh, was passiert denn jetzt? Du willst jetzt nicht in die Kiste rein. Das möchtest du bestimmt. Nicht in das. Nein. Was? Aha. Oh, juckt. Ja, dass man das vielleicht mal spielen könnte. Durchgelesen heißt mir schon, ist ja bloß so ein Zettel quasi. Also, es ist. Der ist seit gestern, ich habe ja schon erzählt, ist der irgendwie ein bisschen überdreht. Ein bisschen. Oh, fantastisch. Da bewegt sich was. Oh, super. Klasse. Spitze. Ja. Vielleicht spielt ja Diablo mit mir. Er scheint dir da sehr interessiert zu sein als Daniel. Ich spiele ständig quasi die Gegend. Mal gucken, vielleicht kann ich darüber reden, dass wir mal eine Runde spielen. Dauert ja immer nicht so lang. Also man muss irgendwie, hat dann sechs Aufgaben, also sechs Dinger und man muss halt da hinkommen. Man muss halt nicht mal alle machen, sondern nur sechs.
Da legt sich jemand zu mir. Ja, schön. Ja gut, dann räume ich es erstmal hier zur Seite und kuschel mit dem Kater. Ja, eine Auferdecke, eine Unterdecke, da bewegt sich ein bisschen. Guten Morgen übrigens. Katzenalarm mal wieder. Doch keine Geschlechtsumwandlung, ne? Was? Wegen der Beule. Aha, ist klar. Und er spielt schon wieder hier, Schnickschnack. Ich versuche zu lesen. Naja. Die Wochenvorschau abgefrühstückt quasi und auf meinem Papierbus, da liegt sie ja schon zum dritten Mal. Ich weiß ja auch nicht. Ja, genau. Zeigst den Leuten, wie toll du dich dahin wälzen kannst. Ach, Mia. Ist sie nicht süß?